Ball! Nein! YouTube, was geht ab? Michel am Start. Like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst einen Kommentar da für den Algorithmus. Nicht vergessen, folgt mir auf Twitch, folgt mir auf Instagram. Ihr könnt mir spenden, PayPal-Link in der Beschreibung. So, wir gehen ins Video rein. Wir machen ein bisschen Philosophie, komm, ein bisschen Philosophie. Ein bisschen nachdenken, ein bisschen Gedankenschweiß produzieren. Und ja, man, wir reden heute über das Thema Gut und Böse. Ne? Im Japanischen sagt man Zen, Toaku. Gut und Böse. Ne? Was ist Gut und Böse? Ne? Was genau ist das? Gibt es irgendwelche Grundprinzipien, ne, was Gut und was Böse ausmacht? Ne, darauf gehen wir ein bisschen drauf ein. Und wir gehen natürlich auch darauf ein, ob Gut und Böse überhaupt existieren. Ne, und ja, damit beschäftigen wir uns. Also Leute, guck. Ne, Gut und Böse. Die erste Frage, die man stellen kann, ist, bin ich zum Beispiel oder bist du, der Zuschauer, ein guter Mensch? Bist du ein guter Mensch? Würdest du dich als guter Mensch bezeichnen? Und wenn ja, warum? Ja, das ist die erste Frage. Dann kannst du ja für dich beantworten. So. Ne? Und das Schwierige, sage ich ja mal, solchen Debatten ist einfach, dein Gut kann anders sein als mein Gut. Ne? Zum Beispiel findest du es vielleicht gut, Leute auszulachen, wenn sie hinfallen. Du findest das gut, du findest das lustig. Ah, der hat sich auf die Fresse gelegt, ah, lustig. Ja? Und du wirst dich, sage ich mal, trotzdem immer noch als guten Menschen bezeichnen. Als Beispiel. Aber stell dir vor, ich bin jemand, ich feiere das überhaupt nicht. Und ich finde das richtig verwerflich, ne? über das Leid anderer Leute zu lachen. Ne, dann würde ich dich als schlechten Menschen bezeichnen. Boah, bist du eine schlechte Person, wie kannst du über den lachen? Ne? Das ist ein kleines Beispiel. Ne, da merkt man schon, gut und böse, schwierig. Ne? Alles im Kopf. Gehen wir weiter. Stell dir vor, so, ne, du bist in einer Situation, keine Ahnung, denn da ist eine Person, die braucht unbedingt Hilfe. Ja, vielleicht, sagen wir, eine Person geht über die Straße und ein Auto kommt, ne, und die Person merkt das nicht und du natürlich sagst, jo, pass auf, Auto kommt, bla bla bla. Ne, du rettest die Person, du siehst der Person, ne, irgendwas, Gefahr droht und die Person weicht aus, er hat es noch geschafft, ne, durch dich. Ne, die Person bedankt sich bei dir, denkt sich, oh, danke. Du hast mein Leben gerettet. Du bist mein Lebensretter. Danke, du bist eine gute Person. Und du denkst dir, yo, ich habe was Gutes getan. Ich fühle mich gut, habe dem Typen geholfen. Zwei Tage später hörst du oder liest du in der Zeitung, ne? Dieser Typ hat jemanden umgebracht. Hat seine Frau umgebracht. Und dann stellst du die Frage, war es wirklich gut von mir, dass ich der Person geholfen habe? Denn wenn ich der Person nicht geholfen hätte, wäre die Person jetzt tot und seine Frau wird noch leben. Bist du immer noch eine gute Person, weil du dafür gesorgt hast, dass die Frau ultimativ stirbt? Weil du das Leben dieser Person gerettet hast? Ne, da merkt man natürlich wieder mal, ne, die Grenzen von Gut und Böse. Bist du eine gute Person oder eine böse Person? Was genau bist du jetzt? Hättest du der Person geholfen? Hättest du der Person nicht geholfen, meine ich? Ne, so? Wäre die Person tot? Du würdest dich zwar vielleicht schlecht fühlen, aber seine Frau wird noch leben, beispielsweise. Ne, und du hättest quasi dafür gesorgt, dass der Mord an seine Frau nicht passiert ist. Ne? Schwierig. Ne, und das klassische Beispiel. Ne, keine Ahnung. Jemand, den du kennst, ist todkrank. Ne, und du willst der Person helfen. Und du hast nicht das Geld, die Medizin zu kaufen. So. Ne, ist es jetzt gut oder böse, ne, dass du jetzt zum Beispiel in die Apotheke gehst und da klaust? Weißt du? So. Als Beispiel. Ne, irgend so ein Heilmittel klaust du eben.
was du brauchst, sonst stirbt die Person, als Beispiel. Ne? Oder, keine Ahnung, wenn du beispielsweise in Amerika lebst. Ne? In Amerika gibt es ja kein vernünftiges Sozialsystem, auch in Bezug auf Krankenversicherung und so weiter. Und du bist todkrank und so weiter. Ne? Und du hast nicht das Geld für die Arztkosten, ne? für die Behandlungskosten. So, ne? Ja, dann ist es jetzt wieder gut oder böse, ne? Wenn du, keine Ahnung, Geld klaust. Bist du jetzt ein guter Mensch? Weil du hast ja eine gute Intention, aber bist du gut? Du hast Geld geklaut von einer Person. Vielleicht hat die Person das Geld gebraucht für andere persönliche Sachen. Vielleicht hat die Person, muss die Person, keine Ahnung, Schulden zurückzahlen. Und du hast das Geld geklaut. Jetzt kann die Person nicht ihre Schulden zurückzahlen und wird weiter leiden. Wisst ihr, was ich meine? Gut und böse lassen sich nicht so einfach definieren. Ne? Ist schwierig. Ne? Das Gut, was wir als gut empfinden, ne? Das ist, sage ich mal, angepasst mit dem, was die Gesellschaft allgemein gut findet. Ne? Du musst der Person helfen, ne? Du musst hilfsbereit sein, so, ne? Du musst andere verstehen können, nachvollziehen können. Ne? Weil das sind so alles Werte, die, sage ich mal, kompatibel sind in unserer Gesellschaft. Ne, weil wenn wir diese Werte nicht hätten, wenn wir nicht diesen, wie soll ich sagen, Vertrag hätten, könnte das ganze Sozialsystem nicht funktionieren. So, und das empfinden wir als gut. Wenn die Gruppe funktioniert, ist das gut. Ne? Und deswegen wirst du als böse erachtet, empfunden, ne, wenn du etwas tust, was gegen das System ist. Gegen, ne, die gesellschaftlichen Konventionen. Ja. Also, ne, gut, das ist immer abhängig von der Gesellschaft, in der man existiert. Ne, zum Beispiel, ne, es gibt Gesellschaften, wo minderjährige Kinder verheiratet werden, 50-Jährigen. Das ist aber in der Gesellschaft gut. Aber wenn wir in Deutschland gucken, ist das böse. Wer hat jetzt Recht und wer hat Unrecht? Wisst ihr, was ich meine? Ne, gut und böse sind wirklich nur Konzepte von Menschen. Und final will ich sagen, wichtig ist es, seinem Herzen zu folgen, seiner eigenen Freiheit zu folgen. Egal, ob das gut oder böse ist. Wenn du böse Dinge tust, wie zum Beispiel jemanden umbringen oder so weiter, dann beschwer dich nicht, dass du verhaftet wirst. Ist eben so. Aber prinzipiell, folg deiner eigenen Freiheit. Mach das, was du als gut empfindest. Und das ist das Beste, was du tun kannst als Mensch. Denn du bist nicht der perfekte Herrscher, der über Gut und Böse entscheiden kann. Ne? Menschen haben ihre Perspektiven und einige Leute finden Dinge gut, einige Leute finden Dinge wiederum böse. Du hast da keinen Einfluss drauf. Ne? Sei dir einfach immer bewusst, dass wenn du Dinge tust, die gegen das System sind, dass du Konsequenzen, ne, ertragen musst. Das ist das, was dir bewusst sein muss. Aber sonst mach, was du willst. Mach, was du willst. Das ist deine Sache. Aber wenn du klauen gehst, wenn du töten gehst, was auch immer, sei dir bewusst, dass du Konsequenzen ertragen musst. Das ist eben so. Das ist die Welt, in der wir leben. Daran muss man sich anpassen. Aber prinzipiell folgt den eigenen Freiheit. Das ist prinzipiell das Wichtigste. Ich will mich persönlich auch nicht als gut oder böse bezeichnen. Ich bin einfach nur ein Typ, der seinen Traum erfüllen will. Mehr bin ich nicht. Das war's. Ich mache natürlich hier und da ein paar Sachen. Ich mache hier und da Fehler. Beachte hier und da Dinge nicht. Aber ich bin nicht perfekt. So, und das weiß ich. Ich folge meiner eigenen Freiheit und das, was passiert. So viel dazu. Also wieder, seid so ultimativ, der ultimative Michel. Ja, und denkt ein bisschen nach über Gut und Böse. Sehr schwierig.